Ach ihr Menschen, na alles fluffig? Ja, ich war mal wieder unterwegs und war ein bisschen einkaufen und so. Zum Beispiel war ich am Montag in Luxemburg tanken. Und da bin ich kurz vor der Grenze mal in einen Kick abgebogen und habe zum Beispiel das hier gefunden, gesehen. Und normalerweise würde ich das stehen lassen, habe ich auch schon ein paar Mal. Aber dieses Mal hatte ich ein bisschen Bock drauf. Deswegen habe ich es mitgenommen. Also, was haben wir denn hier? Sky Show 2023. Aha, 5 von 5. Okay. Ja, und das hier sieht knuffig aus. Gelb-Lila, eine coole Farbkombi. Aber ich hätte, glaube ich, auf den Radstand achten sollen, oder? Jo. Ja, es sieht knuffig aus. Ne? Mal gucken, ob es performt. Oh, naja. Zieht ein bisschen in eine Richtung, ne? Also gerade ausfahren ist nicht so das positiv angestrebte Ziel dieses Objektes. Super. Ja, ne? Habe ich auch mal so einen hier, so ein Kampfjet, ein Cloud Cutter. Cool. So, und dann habe ich mir am Montag noch ein weiteres Auto gekauft. Und das war's dann, ne? Das war dann halt auch im Kick. Und zwar diesen Donut Drifter. Ja, und ich hatte so im Hinterköpfchen von meiner letzten Aktion, wo ich das Tooligan-Teil da verpeilt habe, da habe ich ja in der App mal nachgeguckt, was dann so alles Treasure Hunt sind. Und da hatte ich so eine Erinnerung, dass hier war doch auch ein Treasure Hunt irgendwann mal. Und mal hier hingeguckt und juhu, der Stempel ist da. Ich habe einen Treasure Hunt. Nun ist es allerdings fraglich. Normalerweise ist ja dann auf dem Auto dann selber auch noch dieser Stempel, ne? Und ich habe echt lange suchen müssen und man wird es wahrscheinlich gar nicht sehen in der Kamera. Hier ist praktisch hellrosa-orange auf weiß gedruckt. Ne, man sieht es nicht. Hier, da ist so ein ganz, ganz kleiner Punkt, dass dieses Stempelchen darstellen soll. Es ist, glaube ich, so orange, fast transparent orange und auf weiß halt. Ne? Man sieht es fast gar nicht. Ich weiß, die Kamera wird das wahrscheinlich gar nicht einfangen können. Also ganz, ganz schwach. Da habe ich echt lange suchen müssen, bis ich da mal was gesehen habe. Oh, es ist da. Es ist da. Ja. Das ist fies, ne? Das ist sehr, sehr fies. Aber schön, ne? Hier, Donut-Auto. Ja, ist ja auch süß, ne? Ist ja ein süßes Teil hier. Sweet Rides. Ja. Knuffi, Schnuffi. Super Duffi. Bleibt natürlich in der Verpackung, ne? Ja, so sieht's aus. Stellen wir das mal darüber. So, dann war ich heute am Freitag, war ich schon in Aldi, hab ja noch Lebensmittel gebraucht. Und habe ich gedacht, ja, guck schon mal nochmal, ne? Natürlich, ich gucke jetzt immer, wenn ich in Aldi einkaufe. Vielleicht haben sie eine neue Ware reinbekommen und cool. Ja, zuerst mal hier so ein Teil hier, ne, was so, ja, ne, regulär ist. Extreme Sport 24, 16 von 250. Ich habe mir wieder einen Skater geholt. Und warum? Weil mir das Brett gut gefällt. Habe ich zwar, glaube ich, schon mal gesehen, aber ich habe jetzt gedacht, oh, komm, holst das. Ist irgendwie ist es cool. Und deswegen habe ich mir das jetzt geholt, ne? Cool, ne? Das ist immer noch der Skate Chrome, so heißt das Ding immer. Allerdings sind die Bretter verschieden, ne? Das hier ist, ja, hatten wir auch schon. Gut. So, gucken wir mal. Ja, dann kann man bestimmt nochmal abmachen, ja. Tony Hawk. Das ist ein schönes Brett, ne? Habe ich ein schönes Brett. Tony Hawk, ja. Kann man sich da bestimmt auch so hinhängen. Oder es ist, da ist noch so ein cooles Sammeln hier von diesem Skater hier. Hier ist auch wieder, hat er wieder am Rücken stehen, Hot Wheels Skate. Ja, die Figürchen sind jetzt nicht so super toll gemacht. Ne, da ist, ja. Aber naja. Machen wir das wieder da drauf. Ja, cool, cool, cool. Sehr. Na cool. Gucken wir mal. Ja, der fährt auch schön. Der fährt auch schön, ja. Schöne gelbe Räderchen. Knufft.
Knufft, knufft. So, das waren bis jetzt alles sehr seltsame Autos, ne? Also fast gar keine Autos. Und es geht dann weiter mit einem Deora. Ich habe mir jetzt den Deora 3 geholt. Den habe ich schon öfters gesehen, aber wollte nie mitholen. Aber ich wollte ja mal einen Deora haben, ne? Da habe ich mich, glaube ich, in einer der letzten Episoden versprochen. Habe ich Deodora, glaube ich, gesagt. Habe ich wahrscheinlich Deodorant im Kopf gehabt. Aber das Ding heißt Deora, ja. Die gibt es allerdings noch in anderen Designs. Da finde ich ihn geiler. Und da will ich ihn mal haben, ne? Also auch hier so. Und hier, glaube ich, auch so. Und das ist viel schöner als das hier. Aber ich habe ihn jetzt mal mitgeholt. Habe ich gedacht, komm. Habe ich wenigstens mal ein Deora hier. Das legendäre eigene Hot Wheels Design. Habe ich irgendwie in der Doku gesehen, dass das irgendwie so ein ganz krasses eigenes Design war. Irgendwie, keine Ahnung. Ist auch egal. Deora 3. So. Ach, das ist schon also von einer Hässlichkeit geprägt, die ihresgleichen sucht. Ne? Hier ist ein Bike dabei, drinnen hier so. Ist das ein Surfbrett oder was? Man weiß es nicht. Hier so. Ja, hinten sieht er halt aus. Da sieht er auch wieder aus. Von vorne sieht er auch aus. Wo von vorne so die Fahrerkabine ist halt das Geile, ne? Wenn es hier noch so Plastik wäre oder so, dann wäre es noch viel cooler. Ah naja, gut, ist mein erster Deora, ne? Deora 3. Gut, gucken wir mal. Aha, steht scharf. Ja, performt gut. Der ist auch relativ schwer. Der sieht gar nicht so schwer aus, aber der ist schwer. Und der liegt sehr flach. Und der rollt sehr gut. Das ist schön. Ja, eigentlich ist es schön. Vom Rollen her ist der echt cool. Gefällt mir. Ja, ja. Schön, schön, schön. Das hier ist alles Spritzguss. Dieses, hier schon Macke. Seht ihr dich? Da ist der Macke. Dich ist nicht schön. Dich mag ich gar nicht. Aber jetzt ist das so, ne? Ja, ein weiteres komisches Mobil. Aber jetzt kommen wir zum schönen Auto, einem regulären Auto. Und das habe ich schon mal in die Kamera gehalten. Puh, nämlich dieses hier. Aber jetzt habe ich es wieder gefunden im Aldi. Habe gedacht, jetzt holst du es mit zum Auspacken. Genau. Und ich habe das Schönste ausgewählt. Das Schönste hängt jetzt an der Wand. Es waren minimale Unterschiede. Also wirklich, also im Mühbereich, würde ich mal sagen. Und ich weiß gar nicht, warum ich das hier jetzt... egal, war dann irgendwie so eine Bauchentscheidung, ne? Tja, gucken wir mal hier. Was war das jetzt noch? Jetzt habe ich das weggemacht, ne? Celebration Racers, cool, cool, cool. Das war der hat ja so einen schieren Namen gehabt, ne? Ein 78er Dodge Lil Red Express Truck. Ah, da ist es. Hier, seht ihr es? Cool. So, dann gucken wir mal, ne? Oh, ist der schön. Ich glaube, die Kamera fängt die Farbe gar nicht so ein. Er hat eine richtig schöne Farbe. Oh, dieses edle Rot mit diesem bisschen Gold. Ist es Gold oder Messing? Oh, und das glänzt. Guck mal, wie sich das spiegelt, das Licht. In diesem Glanzlack hier. Alter, das ist wirklich sehr, sehr edel. Also... wow, schönes, edles Auto. Die Farbe von der Fenster ist das braun. Das ist so eine braune Farbe. Das ist echt, das sieht gut aus. Das ist ein sehr, sehr schönes Auto. Und das hier ist, glaube ich, der Spritzguss, ja. Gucken wir mal, wie die Performance ist, wa? Na, dann schauen wir mal. Ja, das fährt, wa? Oh. Ja, das, ja, cool, schön. Ja, gefällt mir. Schön. Und rüber da. So, und dann habe ich mir noch ein Bettmobil geholt. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre das, was ich schon habe. Aber dann ist mir aufgefallen, da ist irgendwie was anders hier an der Seite. Sieht man das? Und dann habe ich Batman und Robin. Batman und Robin Bettmobil. Aha. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Das ist nur so ungefähr so, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Es gab, glaube ich, davon auch ein Treasure Hunt. Oder von irgendeinem Bettmobil. So dingensbumsmäßig. Und ja, habe ich mir das geholt. Oh,
muss mal gucken, ist 2024, 54. Und machen wir das mal auf hier, ne? Das sieht doch, das sieht, wow, ja, das ist, nee, die Formen habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das sieht ja gut aus, das ist so, das ist schon so. Ich würde sagen, komm, stell mal scharf, bitte. Scharfstelle. Stellschuh bitte scharf. Danke. Das ist, würde ich sagen, jetzt hier, also mit eins meiner liebsten Bettmobile. Also das sieht echt sau gut aus. Wow, also ich mal, wow, das sieht Hammer aus. Das ist so schön gemacht. Oh. Das hier ist jetzt Plastik, ne? Das hier ist Spritzguss. Das ist schon... Schade, dass das die Kamera wahrscheinlich nicht so gut festhalten wird. Das sieht... Das ist ein echt schönes Auto. Wow! Das ist so edel und so... So toll! Wow! Das ist echt schön. Sogar die Unterseite ist schön. Sogar da haben sie Rundungen hingefluppt und wie toll. Wow, wow, wow. Da bin ich echt begeistert. Das ist auch ein neues Casting, sieht man hier. 2023. Soweit ich weiß, wenn hier 23 Mattel steht, das ist das also, wo die Spritzform irgendwie ne, hergestellt oder designt wurde. Und das wird dann erst im nächsten Jahr released. Also 2024. Immer ein Jahr drauf knuddeln. So habe ich das gehört, so habe ich das verstanden. Ich denke mal, das stimmt dann auch so. Wenn das nicht so ist und ihr wisst es besser, bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre so toll. Ich will ja lernen hier über Hot Wheels und so weiter. Ne? Aber der gefällt mir echt sau gut. Also der ist super schön. Alter. Ich habe den so gesehen, habe gedacht, ah, schon wieder dieser dieses Bettmobil in einer anderen Farbe. Und erst später habe ich gedacht, Alter, das ist ja ein ganz neues. Das habe ich ja noch gar nicht. Das ist echt schön. Wow. Achso, Performance, ne? Gucken wir mal. Ja, ja. Eiert ein bisschen da rum, ne? Alter, das ist so ein schönes Auto hier. Wow. Toll. Ja, kommen wir zum letzten Auto. Und da sind wir bei der traurigen Episode, wo ich euch letztes Mal erzählt habe, wo ich kurz vor knapp in ein Teddy rein bin, ne? Hatte das Ding zweimal in der Hand und habe nicht gecheckt, dass es ein Treasure Hunt ist. Aber der Glücksgott war mir hold und hat mir eins im Aldi noch dagelassen. Das ist sehr toll. Da freue ich mich. Jetzt habe ich ein Treasure Hunt. Tulige. Hier ist der Stempel. Da ist der Stempel. Hier ist die Flamme im Lack oder als Applikation. Und ja, das ist er. Ne? In einem süßen Pink. Rosa Dingsbums und blau und so. Schöne Felgen, gefällt mir gut. Ja. Und da ich ja eh schon einen Tooligan habe, halte ich den auch zu. Und erfreue mich an diesem Blick. Schön, ne? Also zwei Treasure Hunts für heute. Sehr cool. Und dann sind so süße, knuddelige, fluffige. Oh, schön. Ja. Da freue ich mir. So, cool. Ne? Dann, ach, und der ist so schön. Dann war's das für heute. Okay, gehabt euch wohl und schnuff die Fluffe. Tschüss.